Hallo, ich bin Silviane Müller von Nothing But Nils. Ich habe heute nach langer Zeit mal wieder meine Judith da. Die war nämlich beim letzten Termin nicht da. Das heißt, das, was ihr jetzt gleich seht, das ist eine 8 Wochen alte Modellage und sie hat sich wirklich nur einen abgerissen davon. Aber ich zeige euch jetzt, wie ich unsere, ja, neu würde ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber wie ich unsere aktuellen Herbstfarben verarbeite. So, viel Spaß! Wenn ihr übrigens so ein paar quietschende Geräusche hört, das sind unsere Welpen, die gerade an der Mama saugen. Die liegen nämlich hier im Büro. So, Vorbereitung. Ich habe natürlich die Hände desinfiziert und mit Cleaner gereinigt. Jetzt gehe ich mit dem Diamantstift einmal oben an dem Nagelwall entlang und am Falz und löse die Hautschüppchen, die sich auf der Nagelplatte befinden. Und da habe ich ja bei Judith immer ziemlich viel. Dadurch, dass das ja jetzt 8 Wochen waren, sieht das natürlich alles noch ziemlich, ziemlich heftig aus. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gewusst, wie schlimm das Lifting auf dem Ringfinger war, da wo die Farbe ist. Und jetzt nehme ich erstmal mit dem blauen Hartmetallfräser die Farbe runter und schaue mir an, wie es darunter aussieht. Da ist natürlich immer noch die blaue Modellage, die ich ganz am Anfang gemacht habe. Der Fräser muss ganz leicht, also fest und ganz leicht auf der Modellage gehalten werden, nicht reinballern. Und den habe ich in der schnellsten Geschwindigkeit laufen, weil ich einfach finde, beim Abtragen ist man, wenn der am schnellsten ist oder wenn der in seiner schnellsten Geschwindigkeit angestellt ist, ist man viel, viel vorsichtiger, als wenn der langsam ist und dann trägt er nämlich nicht so gut was ab und dann drückt man mehr. Also die Gefahr ist einfach größer, dass man fester drückt und wenn er schneller ist, ist das nicht so. Ja, und jetzt stelle ich gleich fest, dass hier runter ein riesengroßes Lifting ist und das muss ich jetzt erstmal komplett abtragen. Also ich gehe ganz vorsichtig mit dem Fräser und arbeite mich so langsam, aber sicher vor. Muss aufpassen, dass ich natürlich nicht auf dem Naturnagel fräse und dass ich nicht zu lange auf einer Stelle bleibe, weil das wird über einem Lifting nämlich richtig heiß. Über einer festen Modellage nicht. Und jetzt sehe ich auch, dass der an der einen Seite richtig eingerissen ist. Also irgendwie muss sie da wohl hängen geblieben sein. Also jetzt vorsichtig abtragen. Ich stütze mit meinem kleinen Finger und meinem Ringfinger, kann man gut sehen, den Nagel unten, damit er mir auch nicht nach unten kippt. Weil noch weiß ich ja nicht so wirklich, wie es weitergeht da vorne. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Also komplett abmachen würde ich ihn jetzt nicht, weil das ist auch so weit vorne. Thank you.
Dann wechsle ich um auf meinen Hartmetallkegel und nehme damit auch noch mehr Produkt vom Nagel. Der ist nämlich ein bisschen feiner als der blaue. Und da muss man natürlich auch ganz fürchterlich vorsichtig sein, weil das ja auch ein Hartmetallfräser ist. Also wirklich nur auf dem Produkt und schön schnell bewegen, nie lange auf einer Stelle bleiben, weil sonst geht er nämlich durch. Und ich hole wirklich alles an Material runter, was sich gelöst hat. Es darf nichts stehen bleiben. Kein Lifting darf stehen bleiben. Also nichts Gelöstes. Jetzt arbeite ich mit dem Diamantzylinder. Das ist der mit der Diamantenstirnseite. Die Oberfläche schön gleichmäßig. Also den Übergang vom Naturnagel zum Produkt. Das kann man auch mit der Hand machen. Aber dieser Fräser macht auch noch die Nagelplatte rund um den Wall und am Falz schön sauber. Also die Hautreste, die sich da befinden, die nehme ich auch noch damit runter. Jetzt, da die Nägel ja durch die 8 Wochen Wuchs extrem nach vorne gewachsen sind und gekippt sind, jetzt nehme ich mit dem blauen Hartmetallfräser erstmal die Seitenlinie von unten weg. Also das heißt, ich setze die Seitenlinie wieder hoch auf Basislinie. Weil sonst bekomme ich nämlich eine Kralle und dann ist die Gefahr zu groß, dass der Nagel nach vorne kippt. Also dass die Hebelwirkung zu stark ist und ich mag das auch nicht. Krallennägel finde ich ganz schrecklich. Ja, so kann ich gucken. Jetzt kann man sehen, da, dass der Nagel nach vorne kippt und durch das Hochsetzen verändert sich natürlich auch die Form. Also durch die gotische Mandel wird jetzt quasi eine lange klassische Mandel. Also es ist nicht nur ein Refill, es ist nicht nur ein Lifting bearbeiten, sondern ich verändere auch die Form. Und da schmatzt jemand im Hintergrund. Dann trage ich Prep auf. Da habe ich einmal eine Pinselflasche oder ich kann auch mit der Sprühflasche sprühen. Dann trage ich Nail Force One auf. Ganz, ganz sparsam. Prep immer satt. Nail Force One sehr sparsam. Und das Refill arbeite ich mit Clear Pink. Ich arbeite jetzt bei den beiden Fingern, also ich arbeite hier bei der gesamten Modellage 2-2-1. Das heißt, ich mache erst 2 Finger und dann an der anderen Hand den Daumen, dann wieder 2 Finger und so wechsle ich halt. Verteile das Material erstmal mit dem Holzstäbchen nach rechts und nach links, ziehe mir das so ein bisschen nach unten und dann wechsle ich erst um auf den Pinsel und verteile das Material ganz vorsichtig nach vorne. Hier habe ich jetzt den V-Acryl Enjoy 6 genommen. Dadurch, dass ich in mehreren Schichten arbeite, kann ich jetzt ganz in Ruhe mir meinen Aufbau modellieren. Der Ringfinger braucht ja sowieso ein bisschen länger. Ich hätte das auch komplett mit einem Bällchen machen können, aber das wollte ich hier einfach nicht antun. Also auf dem Lifting. So arbeite ich mich jetzt langsam hoch.
So, ihr habt ja jetzt schon gesehen, da fehlt ziemlich viel Material. Und das baue ich mir jetzt so langsam hoch. Das Schöne am Viacrylgel, am Polygel, ist ja eigentlich, dass man ganz in Ruhe arbeiten kann und sich das immer wieder zurechtschieben kann, vor und zurück. Man darf sich nur nicht verzetteln in der Zeit. Beim Modellieren des Aufbaus denkt bitte immer daran, dass ihr in die Höhe arbeitet und nicht in die Breite. Das ist wirklich wichtig. Also immer zur Mitte hochziehen das Material und nicht in die Breite gehen. So, nachdem ich jetzt alles fertig modelliert habe, wird die Schwitzschicht entfernt mit Cleaner und dann beginne ich erstmal mit meiner Formbefeilung. Heißt, ich habe ja vorher mit dem blauen Hartmetallfräser die Seitenlinie hochgezogen und jetzt muss ich die Form einmal fein nacharbeiten. Nachdem ich die Form gearbeitet habe, gehe ich mit meinem blauen Hartmetallfräser über die Oberfläche, also Feilschritte 4, 5 und 6 mache ich erstmal mit dem blauen Hartmetallfräser. Finish Filing
mit der Hand. Also die Feinheiten kann ich natürlich nicht mit dem Fräser machen, die mache ich mit der Hand. Bevor ich baffe, gehe ich mit dem Hartmetallfräser lang schmal, also den Kegel, der lang schmal ist. Damit gehe ich nochmal über das Produkt direkt am Rand entlang, um die Übergänge zum Naturnagel unsichtbar zu machen. Und dann buffer ich mir meine Oberfläche noch schön glatt. Wenn ich damit fertig bin, nehme ich nochmal, gerade bei Judith, weil halt so viel Haut da war, nehme ich nochmal die ganz kleine Diamantkugel und mache nochmal die Ränder sauber. Und dann entstaube ich schön gründlich und dann kann ich die Farbe auftragen. Wir haben jetzt hier, ich meine, es wäre Brombeere, von den Color Culture Farben Brombeere genommen. Oder Holunder? Nee, Holunder ist, glaube ich, mehr lila. Ich schaue aber nachher nochmal nach und dann werde ich euch das auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung schreiben, was ich da für eine Farbe genommen habe. Ich habe jetzt zum Farbeauftragen den Lackierpinsel kurz genommen und nehme gleich nochmal den 3D-Gelpinsel in lang. Und ziehe mir die Ränder ganz sauber nach. Die erste Schicht sollte nie zu dick sein, gerade wenn ich so lange Nägel mache. Dann arbeite ich ja lieber in zwei Schichten. Weil wenn die Farbe nämlich zu dick ist, dann härtet die nicht richtig durch und dann habt ihr ein Problem hinterher. Die Farbe löst sich bzw. härtet nicht richtig durch und dann blättert sie ab. So, und dann habe ich, wenn ich die zweite Schicht aufgetragen habe und ausgehärtet habe, dann suche ich mir nochmal von meinen Herbstfarben so ein paar aus und jetzt, dann gibt es einfach nur so eine kleine stilisierte Blume und da haben wir Elegance, Irish Coffee ist das, glaube ich, und Weiß zum Nachziehen. Und dann mache ich einfach nur so eine stilisierte Blume und dann kommen noch Steine drumherum.
Die Steine setze ich mit Fiberglas Clear auf und jetzt wird das Ganze nochmal versiegelt. Dazu nehme ich wieder meinen 3D-Gelpinsel in lang. Den langen Lackierpinsel für das komplette Versiegeln. Und den 3D-Gelpinsel, den nehme ich, um die Steine herum zu versiegeln. Ich will nämlich die Steine nicht mit versiegeln, weil dann bekommen die Swarovskis ihren Glanz oder dann verlieren sie quasi ihren Glanz. Und deswegen versiegel ich nur drumherum. Und der Unisealer wird 30 Sekunden in LED oder 2 Minuten in UV ausgehärtet. So, hat ein bisschen länger gedauert, die ganze Modellage, weil ich unheimlich viel aufgebaut habe. Ich habe ja mit Viacrylgel gearbeitet und dadurch, dass die ja so weit rausgewachsen waren, waren da auch einige ganz schön kaputt bei. Und da musste ich dann, damit das nicht heiß wird, in mehreren Schichten arbeiten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe auch, dass euch die neuen Herbstfarben gefallen. Ich habe auch bei Instagram und bei Facebook diese ganzen Farben mal gepostet. Und jetzt würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, da Gloria ist gerade rausgegangen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne noch sehen wollt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!